Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Airborne. Kinder, wir müssen uns auf den Weg zurück zu diesem einen besagten Königreich machen. Einen Augenblick. Ein Blick auf diese Karte kann helfen. Ich glaube, die Richtung. Wir sind goldrichtig. Also von der Richtung her sind wir goldrichtig. Und das ist schon mal sehr gut. Fehlen uns irgendwelche Dinge, sagen wir so, bis auf das Übliche, beispielsweise Wasser. Steuer mal ganz kurz da die Oase an. Das werden wir wohl jetzt in der Zukunft des Öfteren mal machen müssen, dass wir immer mal wieder darauf achten. Wie sieht es denn hier mit der Wasserversorgung aus? Ja, Wasserversorgung ist das eine. Kohleversorgung ist das andere. Eins meiner nächsten, oder ja, wirklich eins meiner nächsten Ziele, wird es wahrscheinlich sein, hier die Kohleversorgung etwas stärker zu nutzen, also hier die Eigenversorgung stärker zu nutzen, ne, nach Möglichkeit. Wir werden das nie kompensiert bekommen. Also so viel Holz kann ich gar nicht verarbeiten. Vor allen Dingen habe ich die Leute dann dafür nicht. Und die muss ich erstmal ranbekommen. Was natürlich machbar ist, ne? Also da jetzt nochmal 4, im Idealfall 8 weitere Leute dafür abgestellt zu bekommen, die kriegt man zusammen. Das ist dann wieder so ein Problem dann halt mit der Versorgung. Die muss natürlich, die brauchen Wohnung, die brauchen dies, die brauchen das. Die haben ihre Sehnsüchte. Man kennt das. Und ja, ist halt so. Da muss man, das kann man jetzt nicht übers Knie brechen, da muss man schon mit Bedacht dann dran gehen. So, wir gucken mal, dass wir hier so ein bisschen das, was wir bis jetzt verbraucht haben, nachgetankt bekommen. 67 Liter sind da im Augenblick vorhanden. Das ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. So, das ist das eigentliche Ziel. Aber das muss noch ein bisschen warten, das ist einfach so. Achso, sorry, ich mach mal hier so den dreifachen Salto. Und dann schauen wir mal. Guck mal hier auch auf die Menge, ich will das nicht komplett leer machen. Und ich habe immer so die Hoffnung, dass sich das dann wieder erholt. Nachdem wir da ne, Wasser abgezapft haben, bis zum geht nicht mehr. So, 109. Kann mich entsinnen, da waren wir schon mal. Als wir das Ding hier angeflogen haben, wir sind 108. Nee, kann ich 107, oh Gott. Es wird ständig weniger. Nicht gut. Okay. Und so langsam in einen etwas grüneren Bereich. 37 Liter sind dann noch zu holen. Ja, jetzt schrumpft es aber rapide. Okay, wie sieht's aus? Plus 6,1. Oh, wir sind schon wieder auf 115 runter, 114. Das geht hier Schlag auf Schlag. Jumai. Ich lass den noch einmal nach unten stürzen. Und dann ist aber Ende Gelände. Im wahrsten Sinne des Wortes, da geht nichts mehr. So, noch der letzte, den ziehe ich die Leute ab und wir machen uns auf den Weg. Moment. Nichts übereilen. Immer schön gemütlich voran hier. Wir sind hier auf einer Spannungstour. Ich hoffe, ihr hattet einen nicht ganz zu stressigen Tag. Und falls doch, ihr seid ja richtig, um euch zu entspannen. Dafür bin ich da. Das ist das Ziel dieses Kanals. Ihr sollt euch hier entspannen. Ihr sollt euch hier ne, in aller Ruhe zurücklehnen können und genießen, den Alltag hinter euch lassen, den Opa hier beim Spielen zugucken. Das ist der Plan. So soll es sein.
So, Steilhangwarte. Wir bringen den Flaschenzug zurück nach Steilhangwarte und fangen an, den Kranaufzug anzubringen. Oh, da wird doch schon eifrig hier gearbeitet. Meine Herren. In allen Bezirken sammeln sich die Bürger, um uns zuzujubeln. Einige wollen sich uns nach unseren Taten gar anschließen. Nicht schon wieder. Ich meine, ich brauche Leute, aber die müssen auch versorgt werden. Eine Menge weicht auseinander, um dem König Platz zu machen. Er winkt und ruft zu uns empor. Wir haben ihnen ihre Bewegungsfreiheit zurückgegeben. Und er strotzt vor Erleichterung. Ich kann mir vorstellen. Wenn die ja so gut isoliert waren die ganze Zeit, ne, da sich nichts tat, sich halt innerhalb auch hier der eigenen Örtlichkeiten, die Leute sich nur sehr eingeschränkt haben, fortbewegen können. Das ist nicht so toll. Die Wichtigkeit von Zusammenarbeit ist offenkundig. Und er will, und so will er, unsere Bande stärken. Wenn wir einen Himmelshafen bauen, wird sich Steilhangwarte mit uns verbünden. An jenem Tag wurden Familien wieder vereint. Ältere, die ihre Enkel noch nie gesehen hatten, konnten endlich Freudentränen vergießen. Du bist mein Enkel. Auszug aus Verwirklichung der Prophezeiung von Muluab, dem zweiten Chronisten. So, wir brauchen was? 15 Holz, die kriegen wir zusammen. 10 Eisen. Das passt auch. Und wir müssen dann für 2 Stunden 2 Leute nach unten schicken. Das kriegen wir alles gebacken. Dies erfordert Arbeit, Ressourcen und Zeit, die wir bereitwillig geben. Und so warten wir, bis der Bau vollendet ist. Das ist richtig. Ich mache mal hier schon mal so wieder so einen dreifachen Hulup. Und wir haben noch 100 Einheiten Kohle. 96 Einheiten Nahrung, das ist cool. 130 Einheiten Wasser, das geht. Hier muss man verdammt vorsichtig sein. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute sich jetzt da anschließen wollen. Ne? Ich habe jetzt nur für 90 Häuser. Oder Wohnungen, sagen wir mal so. Und ich denke, da muss ich wahrscheinlich dann noch ein bisschen nachbauen. Und wir werden sehr wahrscheinlich dann wieder, Gott weiß ich, was für andere Dinge benötigen. Alles an Sehnsüchten und so weiter und so fort. Oh. War das sonst immer so ein Balken? Den sieht man jetzt nicht, aber dafür ist er da. Dann gehe ich mal hier auf Normalgeschwindigkeit. Wieder zurück. Gut aus. Geht. Boah. Boah. Das nächste Kohlevorkommen sollte ich auf jeden Fall in Beschlag nehmen. Wohnblock verbessert. Benötigt 50% weniger Wasser pro Haushalt. Das ist schon eine Menge. Das wird uns ein bisschen entlasten, hoffe ich. Technologiebaum öffnen. Unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt. Und so haben wir einen neuen Verbündeten ausgezeichnet. Zack, bumm. Da haben wir jetzt hier wieder unseren tollen Wandteppich, den wir nur in der Fassung dann auch sehen. Also nur hier in so einer Situation. Ansonsten können wir den leider nicht aufrufen. Ich habe den dafür zuständigen Button in diesem Spiel bis jetzt noch nicht finden können. Vielleicht habe ich ihn übersehen. Das mag sein. So, das heißt hier, das Ding hier ist komplett. Da fehlt uns jetzt noch einer. Und dann ist das nur noch. Wir sind da schon. Oh, dann haben wir demnach sogar über die Hälfte, ne, geschafft. Es geht voran. Ich meine auch von den Leuten, die wir so brauchen. War da nicht irgendwas mit 156, habe ich so im Hinterkopf oder so, so eine Zahl. Und wir sind bei über 80, fast 90. Da sind wir schon weit über die Hälfte. Wenn dem so sein sollte. Das ist auch nicht verkehrt. So, wir sind nun verbündet mit Steilhangwarte. Das ist ausgezeichnet. Da geht die Post ab. Verbündet Steilhangwarte. Der fertiggestellte Himmelshafen verbindet Steilhangwarte nun mit uns und seinen Nachbarn. Einige Arbeiter schließen sich uns voller Vertrauen in unsere Prophezeiung an. Außerdem liefern sie uns nun jeden Tag plus 6 Eisenerz, das ist cool. Da sie nun mit dem Himmel verbunden sind, dürfte das kein Problem sein. Wir haben sogar noch ein bisschen, ja, nicht viel, aber ein bisschen Dings da, ne, und so, dann, ja gut. Wir müssen die anderen Königreiche finden und Bande knüpfen, dann können alle Völker in kollektiver Harmonie leben und die Prophezeiung erfüllt werden.
Das können wir ja. Wir widmen uns anderen Angelegenheiten, Ressourcen? Nö. So, dann sagen wir mal. An den höchsten Gipfeln der nahen Gebirge wurden Häusergruppen erbaut, die sich über den. Achso, da kennen wir ja noch. Das ist ja bekannt. Wir kehren nach Hause zurück. Ganz kurz mal hier so pausieren. Wir haben 92 Leutchen. Das heißt, ich muss hier irgendwo noch anbauen. Frage, was geht nicht? Nee, ich meinte eigentlich dieses Teil hier. Ja, ich bin hier irgendwo, bin ich mal, man sieht es hier, ne, so. Nicht mehr so symmetrisch weitergegangen. Das rächt sich jetzt. Ja, das wären so Sachen für die Zukunft, wo ich noch mal so ein bisschen nachbessern muss. Was ist denn da los? Hä? Wie habe ich denn da gemacht? Oha. Okay. Ich verstehe. Wollte ich da umbauen und habe das nicht gemacht? Dann machen wir das jetzt. Dann haben wir das auch immer hier in dem Spiel gemacht. Dann ist das einfach mal so. Warte mal, ich reiß das mal ab. Abreißen. So, die Teile müsste ich dann mal ganz kurz umlagern. Bitte nicht erschrecken, liebe Leute. Ihr werdet nicht runtergeschmissen. Ihr werdet nur. Ach je. Das geht nicht im Ganzen, sondern. Das muss ich dann nach und nach machen. Ach, Moment mal. Habe ich hier nicht die Möglichkeit, jetzt schon drei Etagen zu bauen? Da war doch sowas. Das rettet mir ein bisschen den Popo. Ich werde das hier aber trotzdem umbauen. Das bietet sich halt jetzt mal gerade mal an. Muss von was. Okay. Zack, bumm. Einmal. Zweimal. So. Liebe Freunde. Kurz mal mit den Augen geguckt. Das kann weg. Und das kann weg. Abreißen. Das habe ich doch genauso gemacht. Das ist dann direkt da dran. Okay. Kabumm. Nochmal kabumm. Und. Nein. Hier, rotier, rotier. Wir machen das so. Das ist halt einheitlich. Hallo? So. Das sollte man dann auch. Warte mal. Oh, da habe ich jetzt gerade bei dem anderen nicht drauf geachtet. Ne? Ist das nicht hier egal dann? Bin ich ganz sicher. So, machen wir einfach mal so. Dann ist das schon mal einheitlich. Aha, ich verstehe. Okay. Ja gut, das wären dann aber Sachen, die das muss ich dann aber wirklich wieder offscreen machen. Das wird jetzt hier zu weit führen. Ich mache hier erstmal dicht. Oder, warte. Ja, jetzt ist es spät, glaube ich. Oder kann ich das nochmal rückgängig machen? Das geht. So. Mach das einfach mal. Ersetzen. Nein. Meinetwegen auch so rum. Und da so ein Wohnblock hin. Und noch einen oben drauf. Und dann mache ich den Laden da dicht. So. Ich gehe noch ein bisschen näher ran, sonst. Ich sehe nämlich. Scheiß. Ich glaube, das ist soweit für dich. Ja. Okay. Das sollen die erstmal fertigstellen. Huch. Wollte ich jetzt gar nicht.
Muss ich mit der Maus unheimlich vorsichtig sein. Ein falscher Klick und alles ist zu spät. Sehr schön, das ist fertig. 92 für 92, das ist schon mal nicht verkehrt. Nichtsdestotrotz gehe ich hin. Ah, Moment, bevor ich das mache, machen wir was. Erstmal was anderes. Ja, ich muss die Dinge erforschen. Wohnblock, so, Nahrung. Dauert auch 64 Stunden, ist mir egal, müssen wir durch. Das ist jetzt erstmal wichtig. Ich muss zusehen, dass die Leute A, weniger Wasser brauchen. Das haben wir ja. Jetzt brauchen wir auch noch weniger Nahrung. Dadurch, wenn die weniger Nahrung benötigen, verbrauchen die auch weniger Wasser. Ja, und dann macht das durchaus Sinn. Auch wenn das jetzt ewig dauern wird. Das ist ganz einfach so. So, wir brauchen noch weitere Wohnblöcke. Ich kann hier auf die höhere, auf eine höhere Etage gehen. Ich kann da auf eine höhere Etage gehen. Und warte mal, dann machen wir das hier und hier auch noch. Ja, das soll dann jetzt mal reichen, aber ich will es nicht übertreiben. Das weitere später. So, cool. Dann, ja, dann hätten wir für 96, hätten wir immerhin dann schon entsprechenden Wohnraum. 97, oh, es wird minütlich mehr. Schon nicht verkehrt. Ja, okay, dann ist dieses Königreich jetzt abgefrühstückt. Die gehören zu uns. Die sind jetzt fröhlich damit rauf und runter fahren und so mit ihrem neu oder wiederhergestellten Aufzug. Ich fange schon wieder an rumzulispeln, kann das sein? Wir haben 110 Wasser, wir haben 92 Kohle, wir brauchen Kohle. Wir brauchen ganz viel Kohle. Ja, ganz kurz mal auf die Karte schauen. So. Das haben wir fertig. Da sind wir. Waren wir hier schon überall? Ich glaube nicht. Dann würde ich mich hier noch ganz gerne ein bisschen umschauen. Bevor wir uns komplett woanders hinbegeben. Warum ist da jetzt ein Kringel? Ach so, wir müssen immer noch die Philosophen abgeben. Ja, dann muss ich sowieso dann in die Richtung. Da war doch was. Entsinne mich. So, wo ist unser Flieger? Der hängt da rum. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Fliege ich in die gewünschte Richtung? Ja, so halbwegs. So halbwegs. Ihr seht nichts, ne? Weil wir den Flieger nicht sehen und also unser Königreich nicht sehen. Was nicht gut ist. So, da kann man aber Abhilfe schaffen. Waren wir da schon? Anscheinend nicht. Dann sollten wir dahin. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Wir schicken da schon mal einen Arbeiter hin. Während der unterwegs ist, gucke ich nochmal ganz kurz auf die Karte. Okay, ich verstehe. Ah, wir müssten dann so, ich will eigentlich hier so, ne? Hier so und dann da nach dem anderen Königreich, wo der Kringel drumherum ist. So ist der eigentliche Plan. Das heißt, wir müssten dann hier hin. So. Die Leute sind immerhin zufrieden. Was schon mal nicht verkehrt ist. Ich habe 13 Untätige. Wenn ich jetzt mal 9 abziehe für die Fliegerei, bleiben 4 übrig. Wenn ich nicht ganz falsch gerechnet habe. Bleiben 4 übrig. Habe ich schon jetzt die... Ah, 3 Stück hat er. Oh, das ist nicht so viel. Besser als nichts. Okay, wenn ich nicht ganz falsch liege, müssten wir uns jetzt hier in diese Richtung begeben. Wir bekommen plus 2,1 Eisen, das ist schön. 3,1 Holz, das ist auch nicht verkehrt. Und wir haben ein bisschen Luft. Ich hoffe, dass da das ein oder andere ankommt. So, Karte, wo bist du? Ja, das ist cool. Dann würde ich sagen, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja doch noch ein Königreich hier in diesem Gebiet. Da ist auch noch mal so ein Reliktengedingse. Falls ich eine so eine Ruine. Waren wir da schon? Anscheinend nicht. So schnell kann man was übersehen. So schnell kann es gehen.
Ja, Moment, ich habe die Finger wieder auf den falschen Tasten liegen. Ihr merkt es gerade. So, Arbeiter hinschicken. Was sieht? Mit den Wolken ist ja gut und schön und mit dem Dunst, aber man sieht dann noch weniger, als man sowieso schon vom Boden sieht. Und von den Gebäuden, die sich da befinden. Weil das sieht ganz interessant aus hier, so, ne? Diese Ruine. Kohle drückt heftig, Wasser drückt auch heftig. Will man sich mal Relikte gefunden, das hört sich gut an. Weitere zwei Relikte, das ist besser als nichts, aber relativ wenig. Das war schon mal mehr. Gut, jetzt haben wir immerhin 6. Ich bräuchte Kohle. Und Wasser wäre auch toll. Ich sehe hier in diesem Bereich aber weder das eine noch das andere. Hier gibt es Lehm, da gibt es Eisen. Ein Lehm kann man auch immer wieder mal gebrauchen, aber ansonsten ist hier relativ wenig los. Zumindest was so der erste Blick sagt. Richtig. Quarz oder sowas. Für Glas. Das brauche ich jetzt aber im Augenblick so gar nicht. Oder zumindest nicht so dringend. Okay. Ja, während wir hier unterwegs sind. Ich mache mal ganz kurz hier die Pause. Und da ist die Folge auch schon. Tut mir ja sehr leid, ich hätte noch gerne was gemacht, aber ich sehe gerade, Folge ist rum für diese Folge. Ja, es bleibt herausfordernd. Ne? Also wir brauchen ganz dringend Kohle, wir brauchen ganz dringend Wasser. Ja gut, was heißt ganz dringend Kohle, aber es wäre schön, wenn ich sage, hier sind schon fast 40 Einheiten weg. Und hier mit dem Wasser, das sind fast, ja nicht ganz, aber sagen wir mal, knapp 100 Einheiten weg. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ran. Ich kann mir das hier noch gerade mal so leisten, hier vielleicht mal ganz kurz mal noch zu gucken, was wir hier finden oder auch nicht finden. Und ansonsten müssen wir ganz zügig die nächste Oase und die nächste Kohlequelle anfliegen, sonst war es das mit unserem Königreich der Lüfte. Und, ist der Ofen aber aus, aber sowas von. Okay, ich hoffe für euch war es einigermaßen erträglich. Mir hat die ganze Geschichte ja sehr viel Spaß gemacht. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, jetzt mal so von den ein oder anderen Unzulänglichkeiten, technischer Art, die dieses Spiel so mit sich bringt, davon abgesehen, macht das schon Spaß. Es ist also nicht so, dass ich hier dann sage, so, Airborne Kingdom, um Gottes Willen. Nein. Es hat so doch so seine Momente. Das ist schon nicht das Übelste. Und von daher freue ich mich natürlich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.